Hi, willkommen zum neuen Video. Ich mache heute ein iPhone 13 Unboxing und wir filmen heute schon auch mit dem iPhone 13, mit dem Cinematic Mode gerade. Wir switchen auch nachher noch auf den anderen Mode um, aber damit ihr schon mal seht, okay, wie wird das neue iPhone, wie wird die Qualität sein und auch die Qualität der nächsten Vlogs auf jeden Fall. Hier haben wir das gute Stück, fresh aus New York, wo wir auch gerade sind. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze mal zusammen aus. Ich habe das iPhone 13 in 128 GB und Midnight Schwarz. Und das sieht auch richtig geil aus. Und ich würde sagen, ja, wir schauen uns das mal an. So, hier ist das gute Stück. Die Verpackung soll ein bisschen kleiner geworden sein. Tatsächlich, ich hatte das 12er ja nicht und wechselt gerade von dem iPhone 6. Aber ja, hier sind diese neuen Dinger. Die kann man hier einfach so aufmachen. Das machen wir jetzt mal gemeinsam. Endspektakulär. Es geht voll gut. Für das hier auch kein Plastik mehr drumherum ist, wegen Umweltaspekt. Da versuchen die gerade auch was zu machen. Und jetzt packen wir das mal aus. Da sieht man schon die Farbe. Es ist nicht komplett dunkelschwarz. Es hat so einen leichten blauen Schimmer, aber das finde ich eigentlich tatsächlich ganz schön. Tatsächlich, die anderen Farben gefallen mir nicht ganz so gut, muss ich tatsächlich zugeben. Ich war im Apple Store und habe euch mal die anderen Farben mit abgefilmt. Also das andere normale Blau ist mir irgendwie zu Playmobil-Blau. Das Rot finde ich auch nicht so schön. Weiß ist okay und das Rosa ist sehr hellrosa, also auch Richtung Weiß eigentlich fast schon. Aber die Farbe gefällt mir am besten, deswegen ich bin happy, dass ich das genommen habe. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Okay, ich werde es hier einmal so hochnehmen. Hier ist noch ein Kabel drin, was hier auch neu ist, dass es hier ein USB-C ist, also kein USB-Kabel mehr, sondern USB-C. Ja, weiß ich noch nicht, inwiefern das praktischer ist als das USB-Kabel, aber wir werden es sehen und natürlich ist hier mit wahrscheinlich Stickern drin. Ja, und das war's. Dann ist die Box leer. So, jetzt ziehen wir noch einmal dieses Ding ab. Oh Gott, ich habe Angst, dass ich irgendwelche Fettfinger habe, dass ich es gleich verschmiere. Aber so sieht's aus jetzt. Auf jeden Fall richtig schön. Und jetzt machen wir es mal gemeinsam an. Ja. Hoffentlich sieht man ein bisschen was mit der Sonne. Wir haben hier heute sehr schönes Wetter in New York. Schon schön, schon schön. Geiles Ding. Ich habe auch eine Hülle gleich gerade drüber gemacht. Nicht, dass ich es runterschmeiße und es dann kaputt geht. Jetzt kann ich euch aber noch die Hinterseite zeigen. Und zwar ist hier einmal so diagonal die neuen Kameras, die deswegen auch diesen coolen Cinematic Mode machen. Die sind jetzt größer und deswegen auch diagonal. Allgemein, das Ding ist auch ein bisschen größer. Nicht ganz so groß wie beim iPhone Pro Max, aber trotzdem ziemlich groß. Checken wir hier mal noch die Selfie-Cam aus. Das sieht eigentlich von der Quali auch richtig, richtig gut aus. Und jetzt schauen wir mal noch mal, was Cinematic Selfie kann. Ja, das ist die Cinematic Selfie-Cam. Finde ich auch okay. Ich finde, guck mal, mein Ohr hier und da. Das ist nicht ganz perfekt, aber ich meine, für das, was es davor war, schon ganz gut. Krass, man sieht halt auch voll den Unterschied, was so 0,5 ausmacht. Da gibt man jetzt nämlich die ganzen Dinger tatsächlich mit drauf, diese ganzen Wolkenkratzer. Hier nochmal der Cinematic Boat mit Max, wie er in die Ferne guckt. So, jetzt habt ihr so einen kleinen Eindruck, was die Kamera so kann und hoffe, das hilft euch weiter bei der Entscheidung, ob ihr euch dieses iPhone holen sollt oder nicht, oder je nachdem. Also seid gespannt, wenn ich in der Zukunft auch mit dieser Qualität hier filmen kann und euch mitnehmen kann auf die Reisen, die noch folgen und coole Vlogs drehen kann einfach mit diesem neuen Handy. Ich bin echt happy und ich bin gespannt, wo damit die Reise hingeht. Gebt gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal für weitere Videos und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.